Moinsens und Servus, willkommen bei Dragon Age Origins. Wir sind hier etwas allein unterwegs, denn so wie es aussieht, hat man uns ins Nichts verbannt. Richtig toll. Also zuletzt war dieser eine Dämon, diese Abscheulichkeit, die uns alle erstmal einpennen ließ. So, was haben wir hier? Podest im Nichts. Wow. Ah, das reine Nichts. Festung Weißhaupt, da bin ich. Ach du Scheiße, jetzt müssen wir uns hier durcharbeiten. Das reine Nichts. Da bin ich schon mal gespannt hier. Ach, hey. Wer seid ihr? Ups. Woher kommt ihr? Seid ihr ein Dämon? Nein, seid ihr nicht. Ihr seid wie ich. Mein Glückwunsch, dass ihr es aus der Falle geschafft habt. Falle? Der Dämon hält alles, was hierher kommt, in einem Traum gefangen. Er denkt, niemand könne ihn verlassen oder würde es auch nur versuchen. Ich dachte, ich wäre auch entkommen. Aber ich durchwandere diese leeren, grauen Räume schon ein Leben lang. Kamt ihr hierher? Reine Dummheit oder auch enormes Pech. Ich heiße übrigens Nile. Ah. Ich wollte den Zirkel retten, als ich dem Dämon der Trägheit begegnete. Eure Erfahrungen mit ihm verliefen sicher ähnlich. Nile, Owain sprachen euch, genau die Litanei von Adrauer. Owain hat mir sehr geholfen. Das kann ich ihm nie im Leben vergelten. Die Litanei war unsere Waffe gegen die Herrschaft der Blutmagier. Aber es ist zu spät. Alle sind tot. Warum sind hier so viele Blutmagier? Ich weiß nicht. Sie müssen es insgeheim betrieben und sogar andere ausgebildet haben. Ich kannte diese Leute, vertraute ihnen. Die Litanei war unsere einzige Hoffnung zur Rettung des Zirkels. Aber jetzt, dieser Ort saugt einem alles ab. Hoffnung, Gefühle, das Leben. Oh, buhuhuhu. Wenigstens lebt ihr noch. Ja. Tue ich das? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass es keinen Weg hier heraus gibt. Seht ihr dieses Podest? Ich habe die Runen darauf studiert. Sie stehen für verschiedene Inseln im Reich des Dämons der Trägheit. Der Dämon der Trägheit selbst ist auf der Mittelinsel, aber man kann sie nicht erreichen. Die 5 Inseln um das Zentrum herum bilden eine Art Schutzkreis. Als mir das klar geworden ist, dachte ich, ich hätte etwas erreicht. Ich habe nacheinander jede der Inseln besucht und am Ende waren all meine Hoffnungen zerstört. Immer gibt es ein Hindernis. Ihr seht den Pfad, könnt aber nicht zu ihm gelangen. Ihr fühlt euch verhöhnt und werdet wütend. Aha. Können meine Gefährten auf einer der Inseln sein? Ich weiß es nicht. Es gibt viele Träumer. Ihr könntet einen Weg finden, sie über die Inseln zu erreichen. Wenn ihr Glück habt. Erzählt mir etwas über den Schutzkreis. Ich weiß nicht viel darüber. Ich denke, der Dämon der Trägheit hat auf jeder der Inseln niedere Dämonen platziert. Geil. Ich habe sie gesehen. Sie nehmen unterschiedliche Formen an. Aber sie sind da. Sie zu besiegen könnte der einzige Weg sein, zum Dämon der Trägheit zu gelangen. Aber zuerst müsst ihr an sie herankommen. Ich konnte es nicht. Ich hatte zu viel Angst. Hattet ihr nicht Hindernisse erwähnt? Ja, es gibt Hindernisse und wahnsinnige Traumdinge. Ein brennender Fluss vor einem Portal oder eine Tür, durch deren Schlüsselloch ihr die Freiheit seht. Doch kein Schlüssel passt. Einmal habe ich einen Weg gefunden, kleiner als meine Hand. Eine Maus rannte hin und her. Aber sie ist geflohen, bevor ich sie befragen konnte. Warum solltet ihr mit einer Maus reden? Weil hier fast jeder ein Träumer ist. Außer den Geistern und den Dämonen. Jeder Träumer weiß etwas, was ein anderer nicht weiß. Die Maus hätte mir sagen können, was hinter dem engen Weg liegt und wie ich dorthin komme. Auch wie ich mich so klein machen könnte, um selbst hindurchzupassen. Und wenn man einmal klein genug für einen Weg ist, tun sich ja vielleicht noch weitere auf. Komplett Gehirnschäden hier, ey. Was wisst ihr über den Dämon der Trägheit? Nicht viel.
Wir sind nicht gerade Freunde. Dämonen haben eigene Hierarchien. Sie spielen ihr Spiel und die Sterblichen sind darin Pfänder oder sogar Verhandlungsgegenstände. Dem Dämon, der uns hier festhält, gehört vermutlich dieser ganze Abschnitt des Nichts. Er wird uns nicht einfach gehen lassen. Wenn überhaupt. Wenn wir zusammenarbeiten können, wir entkommen, ja. Euch beeindruckt wohl gar nichts. Soll ich euch dafür bewundern oder bemitleiden? Ich brauche dich. Ich komme zurück. Lasst euch nicht aufhalten. Na schön. Dann halt eben nicht. Du Tick, du, ey. Gar keinen Bock mehr. Sonst noch was? Ich hätte nie gedacht, dass es so endet. Ganz allein an diesem kalten, verlassenen Ort. Ihr seid nicht allein. Stimmt. Irgendein Fremder wird meine einzige Begleitung für den Rest meines kurzen, jämmerlichen Lebens sein. Oh boy. Hört mal, meine schlechte Laune tut mir leid. Aber ich habe den Zirkel enttäuscht, muss hier sterben und wechseln wir das Thema. Erzählt mir mehr über diesen Ort. Wobei könnte ich euch eurer Meinung nach helfen? Ich möchte über die verschiedenen Inseln reden. Wenn ich euch helfen kann, werde ich es tun. Was möchtet ihr wissen? Über die Invasion der dunklen Brut, lol. Die verfluchten Runen bezeichnen sie richtig. Überall ist dunkle Brut. Ich konnte hinter die dunkle Brut und die Flammen sehen. Dort ist ein Templer und er ist dem Tode nah. Ich konnte nicht zu ihm. Maybe? Die Feuer versperren den Maybe? Weg. Was man hiermit sehen? Mit der Zeit kann man hinter die Lügen sehen. Sogar hinter die Mauern. Je mehr ich verzweifle, desto klarer scheint alles zu werden. Ja, Rip. Ironisch, nicht wahr? Brennender Turm. Die Dämonen lieben die Flammen. Ich konnte die Schreie des Träumers hören, der dort gefangen ist. Egal welchen Weg ich gewählt habe, er war durch Feuer versperrt. Es war wirklich wie in einem Albtraum. Aber damals hatte die Maus dort Schutz gesucht. Sie muss Wege gefunden haben, die uns verborgen sind. Magiebrecher? Oh, ich habe diesen Ort verlassen, so schnell ich konnte. Aber wenn ihr einen Weg finden könntet, euch immun gegen das Feuer zu machen. Mhm. Albtraum des Templers. Die schwachen Hoffnungsschimmer, die ich noch hatte, wurden dort verschlungen. Dämonen, Bestien und Barrieren aller Art. Ich denke, der Dämon, der dort herrscht, steht in der Hierarchie direkt unter dem Dämon der Trägheit. Nicht so wichtig. Gut, beachtet mich einfach gar nicht. Ich bleibe einfach hier sitzen und warte auf mein Ende. Komm zurück. Lasst euch nicht. Da gab's aber noch irgendwas anderes. Ich hätte nie gedacht, dass es so endet. Bla bla bla. Ganz allein. Sind an denn diesem die kalten, verlassenen Ort. Ja, Maul. Sind denn die Blutmagier für all das verantwortlich? Aldred hat das alles geplant. Auf Aldreds Vorschlag hin wollte der Zirkel sich mit Loghain verbünden. Doch dann wurde der Verrat des Terran bekannt. Aldred hatte Ausflüchte, aber wir ließen sie nicht gelten. Er geriet in Panik und wollte fliehen. Aber Irving hat es nicht zugelassen. Was geschah dann? Ich war nicht bei der Sache. Solche Treffen sind meist langweilig. Und das Ergebnis steht ohnehin bereits vorher fest. Aber wie hat es angefangen? Seid ihr sicher, dass ihr keinen Fehler gemacht habt? Aldred hat einen Energieblitz gewirkt, der uns alle gegen die Wand geschleudert hat. Da bin ich aufgewacht. Es war bestimmt ein Signal, denn plötzlich kam eine Gruppe von Magiern in die Kammer gelaufen. Dann habe ich zum ersten Mal gesehen, was Blutmagie anrichten kann. Es war, als entlade sich der Zorn des Erbauers selbst über unseren Köpfen. Aber wo kamen die Abscheulichkeiten her? Dazu wollte ich gerade kommen. Aldred muss sich auch mit Dämonologie beschäftigt haben. Als der Kampf losbrach, versuchte er etwas zu beschwören. Irgendwelche Wesen. Sie überwältigten ihn. Und als sein Schrein erstarb, war Aldred verschwunden.
ist mal David verschwunden. Ich bin sicher, das wünscht er sich inzwischen. Aldred wurde zu einer Abscheulichkeit. Als ich das sah, rannte ich um mein Leben. Feigling, ihr rantet. Wolltet ihr nicht den Zirkel retten? Ich war in Panik. Als ich mich beruhigt hatte, dachte ich daran, was passieren würde, wenn dieses Ding es nach draußen schaffte. Ich versammelte einige meiner Freunde und wir holten die Litanei aus dem Lager. Ich dachte, wenn die anderen ausgeschaltet wären, könnten wir uns auf Aldred konzentrieren. Aber meine Freunde fielen, einer nach dem anderen. Und nun bin ich an der Reihe. Ihr werdet hier sterben. Es muss einen Ausweg geben. Es soll nicht so enden. Spürt ihr es? Es wird so kalt. Was auch immer. Mit dir ist nicht mehr, ne? Blabla. Ja. Ja, nichts. Mist. So, hier kann man wahrscheinlich sein Leben aufladen. So bin ich angekommen, oder? Da geht nichts mehr. Dreimal verhindert, dass das funktioniert. Ja, danke. So. Haben wir mal. Wenn wir schon mal hier sind, können wir die Verstohlenheit aktivieren. Total im Nichts. Wo geht's denn jetzt hin? Boom. Von hinten. Danke, aber für mich ist es zu spät. Lol. Tötet Jevena, die Dämonin, die hier herrscht. Sie schützt ihren Meister, den Dämon der Trägheit. Dort ist eine Tür, die nur Dämonen sehen können. Der Schlüssel muss in einem anderen Reich sein. Nehmt meine Kraft, rettet diejenigen, die ebenfalls in Albträumen gefangen sind. Tötet die Dämonen, die den Dämon der Trägheit beschützt. Tut es für... Da. Oh, geil. Ja, daran erinnere ich mich, dass generell diese ganze Stage jetzt hier nichts. Mega nice, mega nice. Wir haben jetzt Formen. Und damit kann ich durch winzige Öffnungen kriechen. Eventuell die Tür da hinten. Na? Könnte jetzt erstmal das übelste Labyrinth hier werden. Mäuseloch. Lyrium Adam. Du bringst mir erstmal nichts, oder? Lädt sich das wieder eigentlich auf? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich lade nochmal neu. Weil nicht, dass ich jetzt was verschwendet habe. Mäuseloch, let's go! Na dann, Tom und Jerry. Verstohlenheit direkt aktiviert anscheinend. Maul. Gut, fangen wir an. Komm schon. Oh, Alter. Verbände. Ich brauche Verbände. Ja, definitiv. Soll ich meinen... Ach, den kann ich hier nicht beschwören, oder? Ja, wusste ich ja. Das ging ja nicht. Doho. Lyrium Ada ist, glaube ich, für den Fall, wenn man einen Magier gehabt hat. Was ist das denn? Beunruhigende Statue. Beruhig dich! So, Codex, okay. Na, wo geht's denn Etzala hin? Gut, fangen wir an. Boy. Das kommt mir doch bekannt vor hier. Scheiße, ich hätte Verstohlenheit aktivieren sollen. Verstanden! Wie ihr wisst. Du wirst ein wenig klappig! Ja, du Fick. Chaos, ich liebe das!
nichts zum Heilen, ne? Ja, wenn ich verrecke, werde ich das Ganze nochmal mit der Stone halt aktivieren. Damn, son. Leben am Limit. Oh ja, doch. Ah, das hilft auch bei Lebensenergie. Das ist natürlich Ehre. Ab in die Shadows mit dir. Sieht er mich schon? Ich glaube, der checkt noch nicht, dass ich hier bin, oder? Dann von hinten. Welche Dämon der Pinston ist? Richtiger Exorzist hier, ey. So. Im Kampf nicht aktivierbar. Okay, dann weiß der schon Bescheid. Oder noch nicht, keine Ahnung. Bei dem Kollegen anscheinend. Du brennst, Alter. Du brennst. Ist immer so close gerade wieder, ey. Mann, Mann, Mann. Habe ich irgendwas eigentlich, um meine Waffe aufzuwerten? Jetzt wäre der Fall dafür. Ja, ich brauche wahrscheinlich Geistkrams. Eine Natursalbe, das hilft ja nur gegen Tiere und so. Die hätte ich mal im Brazilian ausgeben sollen, ey. Wärmebalsam, why not? Mal einen davon weg, weil gegen Feuerdämonen oder so. Who knows? Sofern wir nicht gestohlen halt, richtig? Wo geht's jetzt hin? Irrgarten hier, ey. Irgendetwas ist geschehen, nicht wahr? Ihr seht ein wenig verändert aus. Ich bin zu einer Maus. Was ist geschehen? Kümmert euch um euren Kram. Nein, ich bin zu einer Maus geworden. Wirklich? Hat euch das weitergeholfen? Ich weiß, dass ich diese kleinen Löcher gesehen habe. Wart ihr klein genug, um dort hindurch zu schlüpfen? Ja, es war ganz leicht. Ihr seid viel mutiger als ich. Ich war mir so sicher, dass es unmöglich ist, irgendwo hinzukommen. Bruh. Denkt ihr, ihr könntet lernen, andere Formen anzunehmen? Yes. Vielleicht könnte euch das helfen, an Orte zu kommen, die ansonsten unerreichbar wären. Ja, hast du sonst noch irgendwas beizutragen hier? Ja. Mehr von dir über diesen Ort. Wobei könnte ich euch eurer Meinung nach helfen? Hatten wir alle schon. So, wenn ich mich jetzt verwandle, passe ich hier durch? Nee. Kann ich das benutzen? Tatsächlich. Na, dann wollen wir mal. Invasion der dunklen Wut, dann gehen wir das einfach mal von. Gegen den Uhrzeigersinn, Invasion der dunklen Wut. Ein Traumlevel. Lautlos wie ein Geist. Yes. Mäuseloch, super. Gehen wir gleich hin. Aber vorher wollte ich wissen, was hier so geht. Das wird nichts. Allein, allein. Kann ich nicht aufmachen. Scheiß drauf.
so, wenn ich jetzt hier durchkrieche. Okay. Ah, noch besser. Ja, gehen wir mal hier hin. What auch immer. Die haben mich noch nicht gesehen. Kampf nicht aktivierbar, ja, das ist natürlich doof. Kriegst du das alleine hin? Total. Lammende Dunkelblut, interessant. Ah, die gehen aber. Wäre das sehr verbunden, wenn es hier einen Wundumschlag oder so gäbe. Aber nein. You don't get what you want. Wo bin ich hier? Ah! Now I get it. Richtig? Okay. So geht das aber nicht, mein Junge. In die Schatten. Das wird wieder nichts werden, ey. Dafür ist das da mit den Mäusedingern. Safe. Das ist einer von den Fettling, kriegst du allein. Zeig mir, was du kannst. Bye. Mäuseloch-Time. Das ist auch so gedacht, denke ich. Okay, und wenn ich jetzt... Hier war das, ne? Wo komme ich an, wenn ich... das da nehme? Essenz der Klugheit. Ist das? Permanent plus 1 auf Klugheit. Cool. Ist aber nett. Ja, aber hilft nichts, da muss ich also doch zurück. Naja. Ich muss definitiv in die andere Richtung. Dann nehme ich mal an, dass ich mich irgendwie an denen vorbeischleichen muss. Verstanden. Ich probiere mal was aus. Ausgestaltet. Hallo. Ach scheiße. Ich wollte eigentlich einen killen und dann abhauen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Das ist natürlich eine Möglichkeit, Köpfchen zu benutzen. Hallo. Nix betäubt hier. Sowas abfangen. Und dann wurde auch noch geheilt. Alles.
jetzt echt warten. Ich muss auf meinen Verstohlenheitsbullshit wieder warten. Sonst bringt das echt nichts. Ja. So, einmal durch hier. Das ist schon mal tot. Deine Schwäche und deine Angst. Oh, Alter. Steh auf. Ihr Spaß. Wie ist das, wenn ich jetzt abhaue? Jetzt weißt du hier den hier. Ich brauche Hand. Trick 18. Jetzt kann ich mich regenerieren? Yes. Es muss aber immer schnell und flott funktionieren, sonst geht das nicht. So, jetzt muss ich wieder warten. Man kennt's. Beide packe, weiß ich nicht. Sag mal, geht's noch? So, nur auf Nummer sicher gehen. Das ist aber die chilligste alte Möglichkeit für dich. Tja, das ist halt mega langwierig und retarded, aber es funktioniert. Es funktioniert. Das ist eine Verstohlenheit, richtig? So, jetzt muss ich wieder warten hier. Speichern. Jetzt soll ich dich zwicken, du Missgeburt. Er ahnt nichts. Er ahnt immer noch nichts. Er ahnt immer noch nichts. Verstanden. Kräfte gesammelt. Es hier werden keine Kräfte gesammelt. Kein Problem sein. Zack, zack, hat es weh. Zeug. Aber hier komme ich immer noch nicht durch. Hä? Ah, hier ist ein Mäuseloch. Alles klar. Let's go. Machen wir auch mal mit Verstohlenheit hier. Alter, wo jetzt? Oh. How muchos. Dass die Verstohlenheit dann immer aufhört, you know. Aber egal, Counter ist ja nicht lang. La 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 la. Komm schon. Ach, ist im Kampf nicht aktivierbar, scheiße. Bitte wollen wir zwei Dörfer. Gibt's hier irgendwas von Bedeutung? Nee. Ja, dann wisst, wenn es hier nichts gibt, dann würde ich sagen, wo bin ich? Achso, hier. Wenn es hier nichts gibt, dann würde ich sagen, nehmen wir einfach straight die. Straight hier lang, ne? Ja, nee, ist nicht. Haben wir denn hier? Tempelergeist, Geist der dunklen Brut. Was geht denn hier ab, ey? Naja,
Was auch immer, was auch ist, wir werden es dann, denke ich, in der nächsten Folge erfahren. Wie auch immer, wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.